Moin Freunde, heute gibt es einen kleinen Gold Making Guide, wie auch immer, also für Berufe, was ihr machen könnt. Das hat sich ein Spieler gewünscht. Das ist jetzt nichts Weltneues, aber es gibt eine Methode, die ihr machen könnt, um, sage ich mal, regelmäßig alle paar Tage Geld oder Gold zu verdienen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Es geht um drei Berufe. Das ist einmal Alchemie, Schneiderei und Lederverarbeitung. Da könnt ihr gewisse Mats herstellen und die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das heißt, ihr könnt ihr nur herstellen. Und bei Schneiderei und bei Lederverarbeitung sind es alle 4 Tage, könnt ihr diesen geschmeidigen, unverwüstlichen Balk herstellen. Besser gesagt, den könnt ihr so oft herstellen, wie ihr wollt. Aber ihr müsst mit dem Salzstreuer dieses raffinierte Tiefsteinsalz herstellen und das hat halt einen Cooldown von 4 Tagen, glaube ich, also 3, 4 Tage, sowas sind das. Und Mondstoff könnt ihr herstellen als Schneider und das hat auch Cooldown 4 Tage. Aber das Gute an diesem Material ist, dass es halt einfach was wert ist, weil man es nicht tonnenweise herstellen kann. Man kann es wirklich nur alle paar Tage herstellen und man bekommt es durch keine andere Quelle, also mir ist keine andere Quelle bekannt. Und das heißt, die ganzen China-Farmer und was auch immer, die ganzen Bots, die können es nicht unendlich farmen und ins Sahara stellen, was den Preis drücken würde. Und das bedeutet, dass der Preis relativ stabil ist. Er ist zwar aktuell sehr günstig, ich glaube bei 16, 17 Gold für einen geschmeidigen unverflüssigen Balk, war schon teilweise bei 40 Gold, liegt daran, dass sehr viele Spieler aktuell spielen und sehr viele halt Material reinstellen in Sahar. Aber jetzt kommt der eigentliche Tipp, was ihr machen könnt, und zwar, wenn ihr viele Alts habt, also viele andere Charaktere, die müssen mindestens Level 41 sein. Warum? Weil ihr mit Level 41 bis 250 skillen könnt, also Lederverarbeitung, Schneiderei und Alchemie, und dann könnt ihr diese Mats herstellen, die Cooldown haben. Das heißt, ihr braucht mindestens 250. Und wenn ihr mehrere Charaktere habt, die das herstellen, umso mehr Mats könnt ihr natürlich herstellen. Und umso mehr Gold verdient ihr damit. Ich habe noch einen zweiten Charakter, einen Mage, der ist Schneider und der stellt dann immer dieses Mondstoff her, wie ihr sehen könnt, also 4 Stück. Und die kann ich jetzt alle in Sahar stellen. Aktueller Wert sind es 22, 23 Gold pro Mondstoff, also ein bisschen was wert auf jeden Fall. Das heißt, hier habe ich fast 80, 90 G einfach so durch nichts tun bekommen. Vor allem schadet das nicht meinem aktuellen Kontostand. Ich habe sehr, sehr viel Gold ausgegeben die letzten paar Tage. Und genau, was ich noch dazu sagen wollte, ihr könnt übrigens, wenn ihr Level 41 seid, die Berufe natürlich auch bis 300 skillen. Das ist auch sehr wichtig zu wissen, warum 300. Ich empfehle euch, wenn ihr Lederverarbeitung habt und das Ganze machen wollt mit diesem unverwüstlichen Balk, geschmeidiger unverwüstlicher Balk, dann braucht ihr mindestens ein Char auf 300. Ja, warum? Weil wenn ihr 300 habt, bekommt ihr 3 Procs. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel das herstellt mit einem raffinierten Tiefsteinsalz, welches ihr alle 4 Tage bekommt, könnt ihr mit 300 Skill 3 Stück bekommen, nicht nur 1. Wenn ihr unter 300 seid, bekommt ihr nur 1 Proc. Das heißt, 1/3 des Preises nur. Und wenn ihr 300 habt, bekommt ihr das Dreifache. Und das Gute ist, wenn ihr andere Charaktere habt, die 250 Lederverarbeitung haben, das heißt, sie müssen gar nicht auf 300 skillen, ihr stellt nur dieses raffinierte Tiefsteinsalz her mit diesem Salzstreuer, also mit den anderen Charakteren, die auf 250 sind, und schickt es dem Char, der 300 hat, und dann könnt ihr die dreifache Menge herstellen und den dreifachen Profit. Und das Ganze macht ihr mit euren anderen Charakteren auch. Umso mehr ihr habt, umso besser, umso mehr Cash habt ihr dann zur Verfügung nach 4 Tagen oder 2 Tagen. Ich habe mit dem Mage noch Schneiderei, und zwar da könnt ihr dieses Mondstoff herstellen, wie gesagt, alle 4 Tage. Hier in 2 Stunden kann ich die nächsten 3 herstellen wieder. Ich habe mit dem auch 300 geskillt, das heißt, ihr braucht dafür eigentlich nur Teufelstoff und könnt das herstellen. Teufelstoff kostet 1,5 bis 2 Gold, das heißt, ihr zahlt 4 Gold und bekommt dafür dann aktuelles Preis bei 23 G circa, das heißt, ihr macht 20 G ungefähr Gewinn. Das mal 3 sind 60 G aktuell. Wie gesagt, der Preis für den Mondstoff ist auch aktuell sehr, sehr gering, war auch schon mal deutlich höher. Und ja, wie gesagt, ist eine gute Gold-Einnahmequelle alle paar Tage. Wenn ihr viele Alts habt, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall. Ich werde mit dem hier noch Alchemie skillen und mit meinen anderen Paler werde ich auch noch Lederverarbeitung auf 250 bringen und eventuell auch noch Alchemie machen. Dann habe ich ein fixes Einkommen zwischen 150 und 300 Gold. Kommt darauf an, wie die Preise stehen. Alle 3, 4 Tage fürs Nix tun und das ist schon ganz geil. Übrigens, warum ich hier stehe, Mondstoff könnt ihr nur herstellen an
einem Mondbrunnen. Hier in SW im Park ist einer. Die sind überall auf der Welt verteilt. In Danas ist es zum Beispiel einer. Ashenvale und sowas. Gibt's Guides im Internet, wo ihr die findet alle. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Kommentare, falls ihr Fragen habt oder sowas, wenn ihr das noch nicht ganz durchblickt habt. Kein Stress, einfach Fragen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich jetzt aufs Wochenende und ein bisschen Ruhe. Was heißt Ruhe? Zwei Kinder ist nicht Ruhe, aber macht Bock. Also, viel Spaß und bis Montag.